Wir singen die erste und die vierte Strophe, 1 und 4. Ihr Freunde Gottes, allzugleich, erhört ist hoch im Himmelreich, er fleht am Throne alle Zeit, uns Gnade und Barmherzigkeit. Helft uns in diesem Herrentag, dass wir durch Gottes Gnade und Wahn zum Himmel kommen als zu Mann. Apostel Christi, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch. Und heute die Kirche feiert eine von seinen sehr geliebte Sohnen, die Apostel Heilige Jakobus. Sein Fest feiern wir heute und sehen wir in uns, was führt uns die Mission von Jesus in unser Leben mag. Liebe Brüder und Schwestern, damit wir diese Messe in rechter Weise feiern können, wollen wir bekennen, dass wir gesündigt haben. Ich bekenne Gott, dem Allmächtigen und allen Brüdern und Schwestern, dass ich Gutes unterlassen und Böses getan habe. Ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken durch meine große Schuld. Darum bitte ich die selige Jungfrau Maria, alle Engel und Heiligen und euch Brüder und Schwestern, für mich zu beten bei Gott, unserem Herrn. Der allmächtige Gott erbarme sich unser, erlasse uns die Sünden nach und führe uns ins ewige Leben. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gloria in excelsis Deo. Frieden auf Erden.
Lasset uns beten. Allmächtiger, ewiger Gott, als erster der Apostel hat der heilige Jakobus das Zeugnis für Christus mit seinem Blut besiegelt. Sein Bekennermut stärke uns, seine Fürbitte erwirke deine Kirche Schutz und Sicherheit. Darum bitten wir, du Jesus Christus, deinen Sohn, unser Herr und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen. Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde in Korinth. Schwestern und Brüder, den Schatz der Erkenntnis des göttlichen Glanzes auf dem Antlitz Christi tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen. So wird deutlich, dass das Übermaß der Kraft von Gott und nicht von uns kommt. Von allen Seiten werden wir in die Enge getrieben und finden doch noch Raum. Wir wissen weder aus noch ein und verzweifeln dennoch nicht. Wir werden gehetzt und sind doch nicht verlassen. Wir werden niedergestreckt und doch nicht vernichtet. Immer tragen wir das Todesleiden Jesu an unserem Leib, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib sichtbar wird. Denn immer werden wir, obgleich ob wir leben, um Jesu willen dem Tod ausgeliefert, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbar wird. So erweist an uns der Tod, an euch aber das Leben seine Macht. Doch haben wir den gleichen Geist des Glaubens, von dem es in der Schrift heißt: Ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. Auch wir glauben und darum reden wir. Denn wir wissen, dass der, welcher Jesus, den Herrn, auferweckt hat, auch uns mit Jesus auferwecken und uns zusammen mit euch vor sich stellen wird. Alles tun wir euretwegen, damit immer mehr Menschen aufgrund der überreich gewordenen Gnade den Dank vervielfachen zur Verherrlichung Gottes. Wort des lebendigen Gottes. Mit Jubel ernten, die mit Tränen säen. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. Als der Herr das Los der Gefangenenschaft Zions wendete, da waren wir alle wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. Da sagte man unter den anderen Völkern: Der Herr hat Großes getan. Ja, Großes hat der Herr an uns getan. Da waren wir fröhlich. Der Herr hat Großes an uns getan. Sein Name sei gepriesen. Wende doch, Herr, unser Geschick, wie du versiegte Bäche wieder füllst im Südland. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten.
der Herr hat Großes an uns getan. Sein Name sei gepriesen. Sie gehen hin unter Tränen und tragen den Samen zur Aussaat. Sie kommen wieder mit Jubel und bringen ihre Gaben heim. Der Herr hat Großes an uns getan, sein Name sei gepriesen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Matthäus. In jener Zeit kam die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus, fiel vor ihm nieder und bat ihn um etwas. Er fragte sie: Was willst du? Sie antwortete: Versprich, dass meine beiden Söhne in deinem Reich rechts und links neben dir sitzen dürfen. Jesus erwiderte: Ihr wisst nicht, was ihr erbittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinken werde? Sie sagten zu ihm: Wir können es. Da antwortete er ihnen: Meinen Kelch werdet ihr trinken. Doch den Platz zu meiner Rechten und zu meiner Linken habe nicht ich zu vergeben. Dort werden die sitzen, für die es mein Vater bestimmt hat. Als die 10 anderen Jünger das hörten, wurden sie sehr ärgerlich über die beiden Brüder. Da rief Jesus sie zu sich und sagte: Ihr wisst, dass die Herrscher ihre Völker unterdrücken und die Großen ihre Vollmacht gegen sie gebrauchen. Bei euch soll es nicht so sein, sondern wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch das Erste sein will, soll euer Sklave sein. Wie der Menschensohn nicht gekommen ist, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wer ist dieser heilige Jakobus? Heute feiern wir sein Fest. Wer ist er? Herr Pfarrer, er ist ein Apostel. Dann? Er ist der Bruder von Johannes. Dann? Er ist der erste Apostel als Märtyrer gestorben. Was noch? Wir müssen mehr wissen über dieses Apostel. Liebe Brüder und Schwestern in Christus, es gibt ungefähr 3 Jakobus im Neuen Testament. Jakobus, der Bruder Jesu, Jakobus dem Kleinen und oder Jakobus dem Sohn des Alpheus und die dritte Jakobus Sohn des Zebedäus. Die erste Jakobus Bruder Jesu, er ist der Cousin von Jesu. Das sehen wir im Matthäus
27. Kapitel, 56. Vers. Maria, die Mutter von Jakobus und Josef. Auch Markus bezeichnet und auch er sagt in 16,1 Maria, die Mutter von Jakobus. Lukas auch schreibt so im 24,10. Vers. Und die zweite ist Jakobus der Geringere oder Jakobus der Kleine oder Jakobus dem Sohn des Alpheus. Und ein Zeugnis für dies finden wir in Markus 15,40. Maria, die Mutter von Jakobus dem Jungen und von Josef. Und auch Jakobus der Jüngere oder Jakobus der Geringere. Das ist die Übersetzung. Er ist einer der von Jesus ausgewählten 12. Je nach Übersetzung wird er auch der Mindere oder der Kleine, der Geringere oder der Jüngere genannt. Oder er ist auch Jakobus Sohn des Alpheus. Und die dritte ist Jakobus Sohn des Zebedäus oder Jakobus der Größere oder Jakobus der Ältere oder Jakobus der Heilige in Spanien als Tiago, Diego und auch in meiner Muttersprache als Jagapa genannt. Liebe Brüder und Schwestern, dieser Jakobus wurde in Galiläa, Palästina, als Sohn von Zebedäus. Und was war seine Mutter, der Name von seiner Mutter? Und heutige Evangelium sagt nur, die Frau des Zebedäus mit ihren Söhnen zu Jesus gekommen. Sie hieß Salome. Und diese Salome war es, die Maria, die Mutter Gottes, bei der Geburt Jesu zu Hebamme machte. So bittet Salome Jesus um einen Gefallen, damit einer ihrer Söhne zu seiner Linken und der andere zu seiner Rechten in Gottes Reich sitzt. Salome glaubt, dass sie das Recht hat, darum zu bitten. Und nicht nur das, wenn sie hat schon für die Geburt von Jesu geholfen, sie jetzt denkt, dass sie hat das Recht, etwas zu bitten. Und sie weiß auch, wer dieses kleine Kind war. Ich möchte nicht tief gehen, weil vielleicht kommt eine andere Situation, wo ich kann das erklären. Aber Salome weiß, wer Jesus war. So nur sie kommt. Und nicht die Schwiegermutter von Petrus oder ein anderer Verwandten von den anderen 12, den anderen 10 Aposteln nicht zu Jesus gekommen. Nur kommt Salome. Und sein Vater war Zebedäus, er war ein reicher Fischer. Zum Beispiel Petrus und Andreas fischten mit der Hand. Sie müssen ins Wasser gehen und mit einem Handnetz sie müssen fischen. Aber Jakobus und Johannes hatten ein Boot und Diener und sie flickten Netze, ein großes Netz, sagt Markus im 1. Kapitel. Das ist mit Sicherheit ein reicher Fischer gewesen. Und sie hatten auch viel Einfluss bei den Autokraten der damaligen jüdischen Behörden. Zum Beispiel, als Jesus verhaftet wurde, folgte Petrus Jesus, aber blieb vor dem Tor des Hauses des Kaiphas. Als Johannes am Tor ankam, ging er direkt nicht nur hinein, sondern sprach auch mit dem Türwächter und nahm Petrus mit hinein. Das bedeutet, dass Johannes und Jakobus wegen der Fischgeschäfte, die sie mit Kaiphas unterhielten, Einfluss hatten. Wenn sie Fische fingen, brachten sie die Besten in das Haus des Kaiphas, weil er der Hauptpriester war. Zusammen mit den Heiligen Petrus und Johannes waren auch
Jakobus, die ersten vier Jünger mit Petrus und Andreas waren Jakobus und Johannes die ersten vier Jünger, die Jesus berief. Als Mitglied des inneren Kreises war Jakobus Zeuge der Auferweckung der Tochter des Jairus vor den Toten und der Verklärung und des Todeskampfes Jesu im Garten Gethsemane. Jakobus und seine Brüder, junger Bruder, der Apostel Johannes, werden als Boanerges im Griechischen, das bedeutet Donatione, bezeichnet, vielleicht wegen ihres charakteristischen, feurigen Eifers. Jakobus und Johannes baten Jesus, sie in seiner zukünftigen Herrlichkeit zu seiner Rechten und seiner Linken sitzen zu lassen, eine Gunst, die er ihnen nicht gewähren konnte. Jakobus war der einzige Apostel, dessen Märtyrium im Neuen Testament aufgezeichnet ist. Apostelgeschichte, 12. Kapitel, 2. Vers. Er starb circa 44. Jahr nach Christus in Jerusalem während der Verfolgung durch Herodes Agrippa I. Jakobus wurde auf Befehl des Königs Herodes von Judäa enthauptet, sagt Apostelgeschichte, 8. Kapitel. Nach seinem Tod, nach spanischer Überlieferung, wurde sein Leichnam nach Santiago de Compostela gebracht, wo sein Schrein christliche Pilger aus der ganzen Welt anzieht. Wir haben drei verschiedene Traditionen nach seinem Tod, was hat passiert und wie er in Spanien gekommen. Liebe Brüder und Schwestern, er war der einzige Apostel, als er versprochen, dass er konnte von den Kelch Jesu trinken. Er war die Erste, die den Kelch getrunken hat. Und vielleicht auch Jesus lädt uns ein, von seinem Kelch zu trinken. Sind wir bereit? Amen. Wir stehen auf. Zu Jesus Christus, für den der Apostel Jakobus sein Leben hingab, beten wir. Stärke dein Volk im Glauben, den die Apostel verkündet haben. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Lass die Mächtigen erkennen, dass sie dem Wohl aller Menschen dienen sollen. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Steh allen Menschen bei, die einen Leidensweg gehen. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Geleite unsere Verstorbenen an das Ziel ihres Lebens. Herr, erhöre uns. Herr, erhöre uns. Allmächtiger Gott, du hast deinem Sohn den Platz zu deiner Rechten zugeteilt. Lass uns in das Reich der Herrlichkeit gelangen, durch ihn Christus, unseren Herrn. Amen. Thank you.
Betet, Brüder und Schwestern, dass mein und euer Opfer Gott, dem allmächtigen Vater, gefalle. Herr, unser Gott, nimm unser Opfer gnädig an und tilge unsere Schuld durch das Leiden, das dein Sohn als bittere Taufe auf sich genommen hat. Denn seinen Tod verkünden wir am Fest des heiligen Jakobus, der als erster unter den Aposteln den Kelch des Leidens mit unserem Herrn Jesus Christus geteilt hat, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Der Herr sei mit euch. Erhebet die Herzen. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, allmächtiger Vater, zu danken, durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn hast du die Kirche auf das Fundament der Apostel Jakobus gegründet, damit sie bis ans Ende der Tage fortbestehe als Zeichen deiner Heiligkeit und allen Menschen die Botschaft des Heiles verkünde. Darum preisen wir das Werk deiner Liebe und singen mit den Chören der Engel das Lob deiner Herrlichkeit. Du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot, sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für viele vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis.
Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, o Herr, verkünden wir und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke unserem Teil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deine Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe, vereint mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Benno und allen Bischofen, unseren Priestern und Diakonen und mit allen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Gedenke alle unsere verstorbenen Brüder und Schwestern, die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie die Schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, alle unsere Familie, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit ihrem Bräutigam, dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit heiligen Jakobus und mit allen Heiligen, die bei dir Gnade gefunden haben, von am Beginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Wir haben den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum wagen wir zu beten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Herr Jesus, du hast deinen Aposteln gesagt, Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben und Vertrauen deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn sei alle Zeit mit euch. Gebt einander ein Zeichen des Friedens und der Versöhnung. Friede sei mit euch. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich auf uns. Christe, du Lamm Gottes, der du trägst die Sünd der Welt, erbarm dich auf uns. Christe, du
Lamm Gottes, der du trägst die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Amen. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Kostet und sieht, wie gütig der Herr ist.
Lasset uns beten. Herr unser Gott, am Fest des Apostels Jakobus haben wir die heilige Gabe empfangen. Höre auf seine Fürsprache, geleite uns auf der Pilgerschaft unseres Lebens und führe uns zur Vollendung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch. Es segne und behüte euch der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Geht hin in Frieden. Wir singen die erste, die zweite und die vierte Strophe. 1, 2, 4.